Hallo und ein herzliches Willkommen zurück. So, wir wollten Gretchen suchen. Die müsste eigentlich, also wenn das so stimmt, was ich mir denke, müsste die auf den Everwind-Ölfeldern sein. So ist es richtig. Moment. Und dann können wir zur Baroness Reitstrecke. Dann sind wir nämlich gleich da. Ich frage mich zwar ernsthaft, wie die da hingekommen ist, aber okay. Wir werden schauen, ob sie sich da aufhält, ob sie dort ist. So. Da sind wir schon. Ja, gucken wir mal. Könnten ja hier noch die Strecke eben mitmachen. Die geht ja nun wirklich schnell. Und da wir hier eh, denke ich mal, zur Baroness noch hoch müssen, können wir die dann auch gleich da abgeben. Haben wir da nämlich auch wieder ein paar EPs und ein paar Schillinge verdient. So, okay. Dann gucken wir mal, ob Gretchen hier irgendwo ist. Das war eigentlich wirklich weit weg von Firkgrove. Ich meine, wenn man von Firkgrove nach Fort Pinter will, kommt man hier eigentlich überhaupt nicht dran vorbei. Es kann auch sein, dass die irgendwo in Moorland ist. Was ja eigentlich wahrscheinlicher ist, ist, in Moorland gibt es da nicht auch dunklen Boden und sowas. Also haben wir da nicht auch die Baustelle, die GED-Baustelle ist doch dort auch. Da könnte es auch nach Benzin riechen. Also hier ist Gretchen nicht. Doch da! Oh, da habe ich recht gehabt. Wie kam denn die hierher? Gretchen, also echt jetzt. Hallo Brielle, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin über eine Brücke gelaufen und dann habe ich einen Hasen gesehen und dann bin ich ihm hinterher und habe eine Seilbahn gesehen. Dann habe ich eine Galoppstrecke in der Ferne gesehen und bin dort angekommen, wo ich jetzt bin. Okay. Ich weiß, ich habe versprochen, direkt nach Hause zu gehen. Diesmal werde ich wirklich direkt nach Fort Pinter gehen. Versprochen. Einfach in diese Richtung sagst du, okay, wir sehen uns in Fort Pinter. Okay. Mal gucken, ob Gretchen jetzt in Fort Pinter ankommt. Das ist ja mega Umweg gewesen, den sie da gemacht hat. Naja, wir gehen jetzt eben schnell zur Baroness und geben noch die Quest vom Rennen ab. Und dann gucken wir jetzt gleich mal, ob wir dann schon wieder nach Fort Pinter gehen oder ob wir bis morgen warten, bis Gretchen dann dort ankommt. Gucken mal. So, Frau Baroness. Gut, das haben wir. Dann gucken wir mal. Da, wir sehen uns in Fort Pinter. Reite nach Fort Pinter und berate Gretchens Eltern, dass sie auf dem Weg ist. Das machen wir. Ah, zum Herr T können wir auch wieder. Probe fischen. Aber jetzt erstmal nach Fort Pinter und dem Bescheid sagen. Da. So. Hallo Brielle, Gretchen ist auf dem Weg. Ich hoffe nur, dass sie direkt nach Hause kommt. Sie ist manchmal etwas sprunghaft. Naja, etwas ist gut. Hallo Brielle, wir warten immer noch auf Gretchen. Sie kommt bald, oder? Na, hoffe ich doch. Gut, da gucken wir dann morgen wieder. Dann können wir jetzt eigentlich gleich zur Fähre und zu Herr T. Und ja, da gucken. Probe fischen. Nach Jalaheim. Nee, nach Jalaheim wollen wir nicht. Wir wollen nach
Dahin. Auf dem Weg von Fort Pinder ins Westkap Fischerdorf. Na, das kann noch eine Weile dauern. Im Jarlaheim angelegt, in Fort Pinder angelegt, im Westkap Fischerdorf angelegt. Okay. Ja, dann müssen wir einen Augenblick warten. Mal eben schnell schauen hier. Ja, du kannst mal einen Apfel bekommen. Ich habe so viel von dem Zeug. Ach, kann ich dir hier wieder gar nicht geben, ne? Das finde ich immer so ein bisschen doof. Da denke ich doch mal nicht dran. Was ist das hier eigentlich? Ein Fragment des Lichts. Okay. So, die Fähre ist wieder weg. Verlässt das Westkap Fischerdorf. Verlässt Fort Pinter. Auf dem Weg von Jarlaheim zum Westkap Fischerdorf. Auf dem Weg von Fort Pinter nach Jarlaheim. Auf dem Weg vom Westkap Fischerdorf nach Fort Pinter. Okay. Da kommt doch schon die richtige Fähre. Gut. So. Okay. Wir können los. Kommt keiner mehr, wir können los. Ja, das finde ich auch, ist irgendwie cool gemacht. So, dann auf ins Fischerdorf. So, jetzt sind wir gleich da. Und dann können wir bei Herrn Thiem mal eben gucken, wie das mit den Dailies auch ist. Wir müssten jetzt ja irgendwann dann auch tatsächlich richtig angeln gehen können. Gibt ja so Stellen, wo man angeln kann. Das bringt einem ja also momentan noch nicht wirklich was. Das geht immer nicht. Sollte dann aber demnächst hoffentlich funktionieren. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. So, Herr Thiem, da bin ich. Ich will angeln. So, hole mein Netz ein. Hallo, die Chancen stehen gut, dass mein Netz voll mit Fischen ist und deswegen eingeholt werden muss. Aber sei vorsichtig, sodass das Netz nicht kaputt geht. Okay, dann machen wir das doch als erstes. Ist das wieder da hinten? Ist es da, wo wir das reingepackt haben? Ja, okay. Haben wir das nämlich auch schon erledigt? So. Die feinsten Feinfische. Danke. Bitte. Ein wunderschöner neuer Tag. Ich fühle, dass die Fische heute nur so beißen werden. Wenn du bei Herrn Loop eine Angel gekauft hast, dann können wir loslegen. Also, so sieht es aus. Man braucht Geduld und ein bisschen Glück. Zuerst braucht man einen guten Platz zum Fischen. Und das ist nicht einfach zu finden. Fischerstellen sind geheim und richtige Fischer verraten diese nie. Man muss überall suchen und das fordert sehr viel Geduld und Fleiß. Vielleicht hast du Freunde, die dir Rat geben können. Sonst musst du selber suchen. Ich gebe dir einen Anfängertipp. Es gibt eine Stelle, an der es Rotaugen gibt. Auf halbem Weg auf dem westlichen der zwei nach Süden gehenden Stege hier.
Geh dorthin und suche nach einer Stelle, an der es Fische gibt. Wenn du einen Fisch springen siehst, kannst du eine Angel auswerfen. Du musst auf den richtigen Moment warten. Der Schwimmer muss unter Wasser sein und alles perfekt zeitlich abpassen. Angle 5 Rotaugen und komm dann zu mir zurück. Dann bekommst du deinen Mitgliedsausweis für den Jorvik Fischerclub. Okay, gut. Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, wo das sein soll. Am Angelplatz auf dem Steg. Angelplatz auf dem Steg. Es gibt also einen Angelplatz irgendwo hier auf dem Steg. Wir gucken mal. Da müsste dann ja eigentlich so ein Schild stehen, dass man hier angeln darf. Also es gibt ja immer mal wieder so Schilder. Ach, guck mal hier. Genau, die Schilder meine ich. Na, die hat man ja relativ oft, sieht man die. Und ja, und da kann man dann tatsächlich angeln. So, dann gucken wir doch mal. Wie mache ich das jetzt? Wie hole ich die einen dann? Einfach raufklicken oder? Ich habe schon mal geangelt, das ist aber schon ewig lange her. Das war das Weihnachten, wo man angelt? Wegen den, du warst ein wenig zu eifrig, ja. Wegen den Bratfischen oder sowas. Ich glaube, zu Weihnachten war das gewesen. Das ist doch... Warum geht das nicht? Ah, jetzt, okay. Da gibt es doch bestimmt auch einen Trick. Aber man muss warten, bis das Ding unter Wasser ist. Okay. Ah, gut gefischt, aber der Fisch ist entkommen. Zwei Stück haben wir schon. Auch entkommen. Auch entkommen. Super. Toll. So eifrig. So eifrig, da wollte ich noch gar nicht klicken. Man kann relativ häufig ja, ne, klicken. Also sagen, das geht doch, doch ganz recht schnell hintereinander weg. Und ich glaube, wenn man weiß, wann man genau klicken muss, dass es nochmal ein bisschen schneller geht. Aha. Da muss ich jetzt erstmal den Dreh rauskriegen. So, auch drei. Oder muss man warten, bis es wieder oben ist? Einmal runtergezogen und dann hoch und dann klicken. Ich probiere das gleich mal aus. War es ein wenig zu langsam? Ah, okay. Ja. Zu langsam. Also das ist dann zu langsam. Okay. Ja, man muss schon klicken, wenn es unter Wasser geht dann, ne? Ah, fertig. Okay, super. Das ging dann doch relativ fix. So. Dann gucken wir mal, ob Herr T zufrieden ist mit uns. So. Na, sieh mal. Das hast du super gemacht. 5 ausgezeichnete Rotaugen. Hiermit ernenne ich dich zum Großfischer Nummer 2 am Westkap. Nach mir, Herrn T. Großfischer Nummer 1 in ganz Jorvik. Wie auch immer. Willkommen im Jorvik Fischerclub, Riel. Hier ist dein Mitgliedsausweis. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ein Mitgliedsausweis. Ah. Angelschein, der das Angeln in Golden Hills Valley erlaubt. Okay, kriegt man mehrere Angelscheine später? Dass man überall angeln kann, oder? Schauen wir mal. Angle nur weiter, Brielle. Mit etwas mehr Erfahrung wirst du bald bereit sein, einen der legendären Fische Jorviks zu fangen.
Okay. Fang des Tages Kabeljau. Schauen wir mal, was er von uns möchte. Kabeljau. Ich kaufe 5 frische Kabeljaus von dir. Finde einen Platz, an dem du 5 Kabeljaus für Herrn Tief fischen kannst. Klicke auf den Schwimmer, wenn es ganz unter Wasser ist. Ja, aber Kabeljau, wo, wie finde ich das denn? Ich will nochmal eben schnell gucken. Das waren jetzt hier Rotaugen. Ob mir das in irgendeiner Weise angezeigt wird, was für Fischarten denn geangelt werden können, könnten. Oder, weil das ist ja, ne? Kann ich denn jetzt hier einfach angeln oder funktioniert das nicht? Ich muss das mal eben ausprobieren. Das mit dem Angeln ja noch nie wirklich gemacht. Nee, das geht jetzt hier nicht. Also, so angeln kann man nicht. Ja, fast ins Wasser gefallen. Man muss dann schon die Stelle finden, ja, wo es dann auch die speziellen gibt. Okay, gut. Das ist gut zu wissen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir doch einfach im nächsten Part weiter. Also, bis denn. Ciao, ciao.